Verstanden. Wir sind live. Wunderbar. Hallo. Wir haben da ein bisschen eine Verzögerung immer. Ich sehe gerade meine verwirrten Blicke auf dem YouTube-Kanal. So, jetzt passe ich hier noch mal ein bisschen mein Bild an. Noch ist keiner da. Dann ein Zuschauer haben wir schon. Erstmal hallo an den einen Zuschauer und hallo an alle, die noch kommen werden und die dieses Video später vielleicht sich angucken werden. Bei uns ist wieder Markus Kretschmer und wir sprechen über das Massenaussterben in der Erdgeschichte. Wir hatten ja schon mal einen Podcast, da ging es um die Dinosaurier in den Hollywood-Filmen, würde ich mal sagen. Und Genau. was denn da so stimmt und nicht stimmt, das war ganz cool. Das kam auch ganz gut an, das Thema. Ich persönlich fand es auch sehr gut, denn ich liebe ja diese Kinofilme und Ja, ich liebe sie auch. Ne? Also nach wie vor sind sie ja gut. ja, Auch wenn man natürlich. dann weiß, dass dies und das nicht so ganz stimmt, unterhaltsam sind sie ja trotzdem. Richtig, Ja. so schaut's aus. Aber heute möchten wir über das Massenaussterben in der Erdgeschichte sprechen. Und da gab es ja so einiges, würde ich sagen, das da vorgefallen ist. Wenn man, du hast auf deiner Homepage einen Artikel geschrieben, über das Massenaussterben. Und der fängt damit an, ich lese das mal kurz vor, wenn das für dich okay ist. Ja, na klar. Das Massenaussterben. Vor 65 Millionen Jahren starben alle Dinosaurier bei einem Massenaussterben aus, als ein riesiger Meteor auf der Erde einschlug, dabei den Golf von Mexiko erzeugte und die Eiszeit auslöste. Dann schreibst du weiter: Dieser Satz dürfte jeden Dinosaurier und Wissenschaftsnerd so einige Stoßseufzer entlocken. Genau, weil in diesem Satz ist eigentlich jedes Wort falsch. Also, ich glaube, es ist so ähnlich wie bei diesen Hollywood-Filmen, dass über das Thema Massenaussterben und insbesondere über das Massenaussterben am Ende von der Kreidezeit, wo dann eben auch die, man muss sagen, nicht Vogeldinosaurier ausgestorben sind, weil alle Vögel gehören ja auch zu den Dinosauriern, also sind die Dinosaurier erstmal schon gar nicht ausgestorben. Das ist ja schon die erste Lüge in dem Satz. Ne? Das fand auch nicht vor 65 Millionen Jahren statt, auch wenn das bei Jurassic World immer noch schön eingeblendet wird, vor 65 Millionen Jahren. Da hätte die Erde schon ganz anders ausgesehen. Also da gab es gar kein, also den T-Rex und sowas, das gab es da alles schon gar nicht mehr. Und mit der Golf von Mexiko hat mit dem Einschlag nur insoweit was zu tun, dass es eben der Ort des Einschlags war. Der ist dabei aber nicht entstanden. Den gab es schon lange vorher. Meteore schlagen auch nirgendwo ein, weil Meteore sind im Prinzip, ja, man kann sagen, das ist die Leuchtspur eines in die Atmosphäre eintretenden Körpers am Nachthimmel. Das ist sowas wie eine Sternschnuppe also. Und die schlägt auch nicht ein. Ne? Also wenn das Ding auf den Boden einschlägt, nennt man das Meteorit und nicht Meteor. Das sind immer so diese unpräzisen Formulierungen und da denken dann immer so die Leute, die sich damit dann schon auskennen. So, ja. Du sagst, den Diese. T-Rex, den gab es da schon gar nicht mehr. Ja, vor 65 Millionen Jahren gab es ihn schon gar nicht mehr. Er hat tatsächlich dieses Massenaussterben erlebt, aber es fand nicht vor 65 Millionen Jahren statt, sondern ziemlich genau vor 66 Millionen Jahren. Also eine Million Jahre früher. Und in den oberliegenden Schichten, also die dann schon zum Paläogen gehören, da finden wir seine Fossilien nicht mehr. Da war er ja schon ausgestorben. Das ist ja interessant. Und da. Er hat dabei den Golf von Mexiko erzeugt, steht hier. Das ist dann Das auch ist auch nicht wahr? Blödsinn. Nein, nein, nein. Er hat einen Krater erzeugt, der ungefähr 300 Kilometer im Durchmesser war. Also so wird der Durchmesser des Außenrings geschätzt. Der Hauptring, der ist 180 Kilometer im Durchmesser und dann hat er noch so einen kleinen Innenring, so einen Gebirgsring, den sogenannten Peakring, der dann deutlich kleiner ist. Der ist entstanden, als der Meteorit von oben eingeschlagen ist. Man kennt das ja von der Wasserpfütze. Wenn da so ein Wassertropfen reintropft, dann ploppt das erstmal so hoch. Und das war eben dieser Peak-Ring, ne? Also, dass das eben so ein der kollabierende Berg hat dann eben diesen Ring erzeugt. Ja. Ja. Was ist Ne? denn der Grund dafür, dass es so viele Infos, Schrägstrich Halbwahrheiten, falsche Infos, Schrägstrich Halbwahrheiten zu diesem Ereignis gibt? Ja, also das mit den Halbwahrheiten hat natürlich wieder den gleichen Grund wie das eben auch mit Hollywood und der Darstellung. Es ist einfach ein sehr interessantes Thema und da halten sich Falschaussagen, Falschdarstellungen, Falschinformationen einfach deutlich länger, weil die Leute einfach drüber sprechen. So, da
dieses Ereignis wird ja auch in vielen Medien immer wieder rezipiert. Also so dieser Hollywood-Blockbuster Armageddon fängt ja zum Beispiel auch damit an, ne? Oder eben auch andere Filme, wo man das dann immer wieder sieht, auch in Dokumentationen. Und es ist jetzt eben so, dass wir in den letzten Jahren, also wirklich in den letzten 3-4 Jahren über dieses Ereignis einfach ungeheuer viel herausgefunden haben, also nach Bohruntersuchungen, die dann tatsächlich da in dem Golf von Mexiko stattgefunden haben, dass wir viele Sachen dann einfach sagen können, nee, das stimmt so nicht und war eben auch alles ganz anders. Ja, im letzten Jahr und jetzt auch vor einer Woche erst wieder bestätigt, in einer neuen Studie wurde sogar die Zeit im Jahr ermittelt, wann der Asteroid auf der Erde eingeschlagen ist. Das ist wirklich total interessant, weil man, glaube ich, von keinem Ereignis der Erdgeschichte weiß, wann es stattfand. Ne? Also wir wissen jetzt, dass das im Frühsommer stattfand, also im Frühsommer auf der Nordhalbkugel, also jetzt auf der Südhalbkugel dann ja, Herbst und beginnender Winter war. Ne? Und im Norden weiß man das eben da, also man weiß das eben daher, dass man hat Fischfossilien gefunden, die wohl unmittelbar nach dem Einschlag entstanden sind, also abgelagert wurden. Ne? Also diese Fische sind wohl durch eine Tsunamiwelle gestorben, die der Eisschlag ausgelöst hat. Man fand nämlich zwischen den Kiemenblättern von den Fischen so Glaskügelchen. Die sind bei dem Einschlag entstanden, eben als das Gestein so schnell geschmolzen ist, dann hat sich das Glas so gebildet. Und durch Isotopenuntersuchungen konnte man und eben Pollennachweise in den Fischen konnte man nachweisen, dass so bestimmte Pflanzen zu der Zeit gewachsen sind. Die wachsen in der heutigen Zeit eben nur in dieser bestimmten Jahreszeit und haben da ihre Pollen. Und außerdem auch der Wachstumsfortschritt der Fische, also die Ontogenese, sagt man dazu. Also das Alter der Fische passte eben auch dazu, dass sie genau eben diese Monate an Zeitspanne hatten, um sich eben entsprechend in diese Größe zu entwickeln. Und so denkt man, ja, wenn man das jetzt heute ummünzt auf die Monate, müsste der Asteroid so ungefähr im Mai eingeschlagen sein. Hm. Das ist ziemlich exakt. Das ist extrem exakt. Also jetzt brauchen wir nur noch die Uhrzeit und dann sind wir wirklich gut aufgestellt und das Jahr, ne? Also das genaue Jahr. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Die Uhrzeit hat ja damals noch nicht so eine Rolle gespielt, aber es ist wahnsinnig interessant, was man herausfinden kann. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, ne? Ja. Und also diese ganze Sache mit den Isotopenanalysen, die bringt uns einfach total nah in diese Zeit und total nah an die Lebenswirklichkeit der Dinosaurier ran. Das sind eben neue technische Methoden auch. Also diese Isotopenanalysen werden einfach immer exakter, sodass man jetzt auch eben mit voranschreitender Technik eben viel mehr herausfindet. Und das ist unglaublich spannend. Mhm. Nicht nur im Bereich Massenaussterben. Aber wir sprechen von Massenaussterben heute. Jetzt erklären Sie doch eigentlich mal genau, was ein Massenaussterben ist. Ich glaube, ich habe da eine ganz andere Idee dazu im Kopf als... Ja, wie ist denn deine Idee? Sag mir mal die Idee, die du hast. Wenn du das definieren müsstest. Früher hatte ich gedacht, als ich ein Kind war, und ich habe ja ich habe schon mal gezeigt, dieses Dinosaurierbuch, das da hinten steht, Tiere der Urzeit, da habe ich mir gedacht, der Komet ist eingeschlagen und dann war alles tot. So war es nicht. Das hat kurz gedauert und dann war alles tot. Zumindest hatte ich den Eindruck, und vielleicht hatte ich den sehr lange, dass es relativ schnell ging, bis alles ausgestorben ist. Also das liest man ja auch immer wieder, dass es ein plötzliches Massenaussterben gibt. Ne? Also plötzlich ist allerdings in geologischen Maßstäben was anderes als in unseren Maßstäben. Wenn ich sage, eine Sache passiert plötzlich, dann können damit Minuten, Sekunden gemeint sein. Oder eben vielleicht, wenn man da über sowas wie Massenaussterben nachdenkt, denken die meisten so an Tage, Wochen, Monate, vielleicht ein Jahr oder sowas. Ne? Das ist dann also ein Jahr, alle Dinos weg. Ne? Aber so ist es tatsächlich nun nicht gewesen. Also plötzlich heißt in geologischen Maßstäben, nämlich da im Zeitraum von Jahrtausenden oder vielleicht sogar Jahrzehntausenden oder im größten möglichen Fall von Jahrhunderttausenden. Gut, also fangen wir nochmal ganz von vorne an. Als dieser Meteorit auf der Erde einschlug, hat er natürlich Katastrophen ausgelöst, die unglaublich viel Leid und unglaublich viel Tod über die Erde gebracht haben. Schon in den ersten Stunden nach dem Einschlag hätte man auf diesem Planeten nicht mehr sein wollen. Da sind wahrscheinlich wirklich im Milliardenbereich Tiere gestorben. Also wahrscheinlich im Billionenbereich, wenn nicht sogar mehr. Ne? Und wenn man aber über das Thema Aussterben spricht, das ist wieder eine ganz andere Dimension, denn zum Aussterben einer Spezies muss wirklich jedes Individuum, das von dieser Spezies lebte, tot sein. Also wirklich 100%. Ne? Also kein
kein einziger Überlebender. Und bei jeder Katastrophe, selbst bei dieser Einschlagskatastrophe, gab es Überlebende. Vielleicht hat sogar noch Monate, Jahre lang da ein T-Rex in der havarierten Erde, also wahrscheinlich total abgemergelt, weil er schon nicht mehr so viel zu fressen gefunden hatte, noch seine Fußspuren da im Schnee des Impaktwinters hinterlassen, ab und zu sich mal da irgendwie so ein kleines Tierchen geschnappt und das dann verschlungen. Vielleicht hat er sogar irgendwann nochmal eine Partnerin gefunden und dann mit der nochmal kleine T-Rex-Babys in die Welt gesetzt. Also es kann gut sein, dass Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte noch der ein oder andere von diesen Dinosauriern noch am Leben war. Ne? Und der T-Rex, ich kann ihn ja noch mal kurz hochhalten, ich habe ihn hier, gehörte wirklich zu den letzten Dinosauriern, die dieses Massenaussterben tatsächlich miterlebt haben. Mhm. Ja, also woran sind sie denn dann tatsächlich ausgestorben? Also wenn sie wirklich so viel Zeit hatten, hätten sie sich ja auch wieder erholen können und eine stabile Population wieder aufbauen können. Ja, nee, das ist ja dann das große Rätsel. Und heute denkt man, dass es wohl an der genetischen Verarmung hauptsächlich gelegen hat. Es waren einfach zu wenige Exemplare übrig. Die meisten sind bei diesem Einschlag tatsächlich schon relativ früh, also in den nächsten Jahren nach dem Einschlag gestorben. Eben aus Nahrungsmangel, aus Krankheiten, aus Verletzungen und was weiß ich. Ne? Oder eben unmittelbar an den Folgen der Katastrophe. Ja, und dann waren einfach zu wenige übrig, um eine genetische Vielfalt zu erschaffen, die dann eben zu einer stabilen Population eben beigetragen hat. Da gibt es so eine Grafik, das ist so eine Parabel. Ne? Also eine Populationsentwicklung geht halt los, erreicht dann irgendwo so ihren Höhepunkt und dann kann dann irgendwann so ein Impaktereignis, irgend so eine schwere Naturkatastrophe kommen, die dann diese Population einbrechen lässt. Ne? Also es sterben ganz viele Individuen. Und das nennt man einen genetischen Flaschenhals. Ne? Da müssen die Viecher durch diesen Flaschenhals, um eben auf der anderen Seite dann eben wieder eine Population aufzubauen. So, wenn jetzt nur ganz wenige Individuen da durchpassen und die anderen sterben, dann haben diese Individuen nur einen begrenzten Datensatz, den sie an Informationen über ihr Erbgut weitergeben können. Das heißt, die Population, die wächst dann zwar wieder, aber da sind zu wenige Mutationen, zu wenige Abweichungen, dass sowas wie Erbkrankheiten und alles, was eben vorkommt, wenn man eben zu viel Inzucht walten lässt, gedeihen. Und die Spezies, die wird eben auf eine harte Probe gestellt, also weil der Selektionsdruck, der dann auf diese Individuen ausgeübt wird, ist einfach unglaublich hoch. Ne? Also die sind vielleicht dann nicht mehr so vielfältig. Die Evolution hat dann keine großen Ansatzpunkte, um da Selektion zu betreiben und dann eben die besser angepassten dann zu fördern. Im Gegensatz dazu sterben dann die nicht angepassten aus. Nee, da sind ja alle irgendwie gleich. Und die fehlende Diversität war es wahrscheinlich dann, die den Sargnagel für die Dinosaurier, für die meisten Dinosaurier-Spezies bedeutet hat. Die haben einfach nicht mehr genug Nachkommen in die Welt setzen können. Die haben sich nicht mehr von diesem Einschlag erholen können und sind dann eben nicht wieder zu einer stabilen Population herangewachsen, sondern ausgestorben. Schleichend, ganz langsam. Das hat viele Generationen gedauert, bestimmt mehrere Dutzend Generationen bei den meisten Arten. Also viele Dinosaurier-Spezies waren ja relativ klein, also hatten ja dann, wenn sie sich von Insekten ernährt haben, wenige Monate nach diesem Einschlag auch wieder genug zu fressen. Trotzdem sind sie ausgestorben. Und nicht nur sie, sondern sogar fast jedes Säugetier und fast jeder Vogel, der damals gelebt hat, den hat es erwischt. Ja, auch die Säugetiere, das denkt man immer gar nicht, weil viele assoziieren ja das Massenaussterben immer mit dem Aufstieg der Säugetiere, der danach losging. Ist aber tatsächlich genau umgekehrt gewesen. Die Säugetiere sind beinahe mit den Dinosauriern zusammen ausgestorben. Zwischen 85% und 95% der Arten der Säugetiere, die wir noch in der Kreidezeit haben, finden wir nicht mehr im Paläozän. Die sterben aus. Und zwischen 5% und 15%, aus denen hat sich unsere gesamte heutige Säugetiervielfalt entwickelt. Und das hat noch ein bisschen gedauert. Beim letzten Podcast hatten wir das schon mal angerissen, aber erzähl uns doch nochmal vielleicht so eine Kurzversion, was genau da passiert, nachdem dieses Ding eingeschlagen ist. Ja, also fangen wir mal direkt bei, vielleicht fangen wir mal ein bisschen vorher an, vor dem Einschlag. Wie das die Welt ausgesehen hat, als die letzten Dinosaurier so gelebt haben. Also die Welt war damals viel wärmer als heute, der Meeresspiegel lag höher, also es gab viel mehr so eine Küstenbereiche und Lagunen und Überschwemmungsebenen und sowas. Das war so dieser typische Lebensraum am Ende der Kreidezeit. Also
Wir würden da heute vielleicht sogar ganz gerne Urlaub machen, also weil die meisten Gegenden wären subtropisch bis tropisch geprägt und hatten ein ganzjähriges warmes Klima. Eis und Schnee konnten nur die Dinosaurier, die in der Polnähe gelebt haben, also da im Polarwinter, da ist es dann tatsächlich mal richtig kalt geworden und in Null gefallen. Gletscher gab es dort aber wahrscheinlich nicht. Also jedenfalls nicht ganz am Ende der Kreidezeit. So, und in dieser paradiesischen Welt muss man sich jetzt mal vorstellen, man hat, also man ist da wirklich mal im Urlaub und kurz vor dem Einschlag, also wir wissen es zwar nicht, aber sagen wir mal so, der Meteor oder Meteorit ist jetzt 2, 3 Monate weg. Da siehst du am Himmel einen Stern. Also der ist heller als der Jupiter, heller als die Venus, also er wird immer, 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 immer heller. Ja, und irgendwann ist er sogar der hellste Stern am Nachthimmel. Ja, also wenn wir da stehen, oder denken wir, oh, wie schön das aussieht. Ne? Aber irgendwann wird dieses Ding halt immer größer und größer. Ungefähr so eine Woche vor dem Einschlag ist das Ding so hell, dass man denkt, da ist ein zweiter Mond am Himmel irgendwo. Ja? Und einen Tag vor dem Einschlag ist das Ding auch so groß wie ein zweiter Mond. Oder fast wie eine Sonne am Himmel. Also das ist strahlt richtig. Also es strahlt ja das Licht von der Sonne weg. Ja, und du siehst wirklich dann einen zweiten Mond am Himmel. So ein paar Stunden vor dem Einschlag ist das dann. Na? Also den Einschlag selber würden, also selbst wenn wir so relativ nah an der Einschlagsstelle wären, also wir müssen allerdings mehr als 3000 Kilometer weit weg sein, denn sonst gehen wir sofort, als das Ding die Erde trifft, in Flammen auf. Wir müssen also einen sicheren Stand haben. Irgendwo sagen wir mal, wir sind jetzt in Nordamerika, also in dem Lebensraum, wo der T-Rex hier lebt und auch hier so Triceratops, kann ich auch nochmal zeigen hier. So, ne? So, sind wir jetzt mal da so in der Gegend. Wie haben die das wohl miterlebt? Also zuerst haben sie auf einmal ein extrem grelles Licht gesehen. Also irgendwo aus dem Süden kommt. Ne? Also das war so hell, da hätte man gar nicht reingucken können. Es ist heller als die Sonne gewesen. Ne? So, man muss sich also wirklich abwenden, die Augen zu halten, denn wenn man sonst da reinblickt, dann ist man blind. Ne? Nachdem das sich wieder so halbwegs wieder geklärt hat, also denkt man erstmal, was war denn das jetzt? Ne? Und nur wenige Sekunden später hört man den lautesten Knall, den man je gehört hat. Selbst wenn man pubertierende Kinder die gerne mit Nierenknallen im Haus hat, das ist nichts dagegen. Also das Ding hätte wahrscheinlich uns fast die Ohren zum Platzen gebracht. Ne? So. Kurz darauf bebt die Erde. Es ist das stärkste Erdbeben, was die Erde wahrscheinlich jemals also gespürt hat, denn der Einschlagskörper, der da unten eingeschlagen ist, der war ungefähr so groß wie der Mount Everest. Also da sind ungefähr 10 bis 15 Kilometer Gestein, bumm, auf die Erde eingedonnert, die haben 30 Kilometer tiefen Krater geschlagen. Vielleicht war das sogar so tief, dass die Erdkruste durchschlagen wurde und dass es durch die Erdkruste in den Erdmantel mit reingedrückt hat. Ne? Also eine ungeheure große Energie. Also es ist eine Energie, die wir gar nicht fassen können. Selbst wenn wir jeden von Menschen gemachten Sprengkörper, von einer Atombombe, von einer Wasserstoffbombe bis hin zu den zu Napalm-Raketen oder eben auch so einem Silvesterknallfrosch. Ne? Also wenn wir alles auf einen Haufen stellen würden und hochjagen würden an einem Tag, ne? Das wäre trotzdem ungefähr so, als würde ich jetzt einen Partyballon platzen lassen im Vergleich zu einer Wasserstoffatombombe. Ne? So. So muss man sich das Größenverhältnis dieser gigantischen Einschlagsenergie vorstellen. Ne? Deswegen aber auch dieser helle Blitz. Das ist die Explosion. Die ist so hell, da können wir gar nicht reingucken. Ne? Das ist einfach ungeheuer viel Temperatur, ungeheuer viel Licht, das da freigesetzt wird. Ungeheuer viel Strahlung auch. Ne? So. Und jetzt sind wir da eben da und die Erde bebt eben so heftig, dass es uns von den Socken haut. Also kein Tier konnte stehen bleiben. Selbst Bäume sind umgefallen. Vielerorts sind Flussläufe komplett verändert worden, weil da irgendwie Geröllmasse dann in so ein Flussbett reingestürzt ist, und haben sich Stauseen gebildet und also mancherorts haben sich da eben die Landschaft Meter hoch oder sogar mehrere hundert Meter hoch angehoben. Ne? Also das konnte man wirklich nicht verschlafen. Also das war ein Ereignis, das wirklich überall auf der Welt für Chaos gesorgt hat. Ja, kurz nach diesem gewaltigen Erdbeben wäre es wahrscheinlich geisterhaft still gewesen. Jedes Tier hätte ja jetzt irgendwie erstmal die Fresse gehalten und nach Gefahr Ausschau gehalten. Was passiert jetzt noch? Ne? Also es wäre wirklich still. Also man hätte nichts gehört. Vielleicht hätte man vielleicht ein paar Tiere vor Schmerzen oder vor Panik schreien hören, die wegfliegen oder weglaufen wollen vor irgendwas und in Panik geraten, aber sonst wäre es wirklich ruhig gewesen. Angenommen, wir stehen jetzt da tatsächlich da in diesem Lebensraum vom T-Rex in Hell Creek, so am Meer. Und
Das ist jetzt nur so ein paar Minuten später nach diesem Einschlaf. Wir haben uns jetzt gerade wieder so aufgerappelt und vielleicht beruhigt, oh mein Gott, irgendwas Schreckliches muss passiert sein. Dann blicken wir aufs Meer hinaus und sehen da eine ganz dünne schwarze Linie am Horizont. Es sticht ins Auge, es hat ziemlich deutlich zu erkennen. Also der Kontrast zwischen Himmel und Meer ist deutlicher zu sehen wie nie zuvor. Ne? So, ne, wir schauen dahin und dieser Strich wird halt immer dicker und dicker und dicker und dicker und dicker. Ne? Und irgendwann wird das ganze Wasser von dem Meer, wo wir gerade stehen, weggesogen, also zu diesem Strich hin. Ne? Also es ist hunderte von Metern weit, soweit wir gucken können, kein Wasser mehr da, wo vorher Meer war. Überall zappeln Fische, das Wasser ist plötzlich weg. Nur dieser Strich ist halt noch da und der ist jetzt halt riesengroß. Jetzt sehen wir, dass das auch was ist, was auf uns zukommt. Und das bewegt sich und zwar schneller als ein Schnellzug. Also schneller als bestimmt 400, 500 Stundenkilometer schnell ist das. Ne? Und es rast auf uns zu. Das ist die Tsunamiwelle, die bei dem Einschlag entstanden ist. Und so vielleicht eine halbe Stunde dann nach diesem Einschlag trifft uns das Ding. Und also den Aufprall, den spüren wir gar nicht. Das ist wirklich, wir sehen die Wassermassen platschen auf uns ein und das haut uns gleich bewusstlos. Das ist kein schmerzhafter Tod. Wir sind einfach von der Tsunamiwelle weggerissen worden. Ja. Vorher haben wir vielleicht noch mit der Druckwelle zu kämpfen. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Die Druckwelle trifft uns vielleicht sogar noch früher und pustet uns um mit der Stärke eines Orkans, vielleicht sogar Hurricanes. Also 200 Stundenkilometer pusten uns einfach mal in den nächsten Wald rein. Ja, und wenn wir da uns wieder aufgerappelt haben, dann liegen da überall umgestürzte Bäume, also selbst die dicksten Araukarien oder sowas, die hätten sich da nicht halten können, die wären da einfach umgepustet worden, die Zahnstocher. Ne? So, und dann kommt noch die Welle. Ne? Also kurz danach kommt noch die Tsunami-Welle. So hat wahrscheinlich das Leben von den allermeisten Dinosauriern, die in Hell Creek gelebt haben, also noch das Leben allermeisten T-Rexe, schlagartig geendet. Die waren tatsächlich wahrscheinlich unter den ersten Opfern dieser Katastrophe. Ja, aber selbst das war noch nichts im Vergleich zu dem, was dann noch kommt, also in den nächsten Stunden. Ne? Also wenn man sich das schon als schreckliches Szenario vorstellt, das Schlimmste kommt nämlich erst noch. Durch diesen Einschlag sind ungefähr, ja, also Menge kann man natürlich nicht genau beziffern, das sind immer nur Schätzungen. Also ich habe mal irgendwo gelesen, 3 Kubikkilometer, oder nee, es waren 3000 Kubikkilometer Gesteinsmaterial. Also es ist ein Würfel, 3 mal 3 mal 3 Kilometer lang, ne, und das eben ein Gestein, das fliegt da eben aus der Erde raus. Also das meiste davon natürlich verflüssigt, ne? Es ist einfach unglaublich heiß. Da verteilt sich diese Brocken, manche sind so groß wie ein Basketball, manche sind so groß wie ein Auto, manche sind so groß wie ein Haus und ganz viele kleine, die sind nur so groß wie eine Faust. Ne? Die verteilen sich um den gesamten Erdball und manche davon werden sogar durch die ungeheure Geschwindigkeit, die Dinge haben, das ist ja mehr als eine Rakete, die da hochfliegt, außerhalb der Anziehungskraft der Erde geschleudert. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass wir vielleicht irgendwann mal sogar Fossilien vielleicht sogar von Dinosauriern auf dem Mond finden oder auf dem Mars. Das Schrapnell von der Erde, das damals rausgeschleudert wurde, könnte tatsächlich jetzt auf dem Mars liegen. Ist das wirklich eine Option? Also kann das wirklich passieren? Das kann tatsächlich sein, ja. Also wenn da irgendwann mal vielleicht sogar auf dem Mars Spuren von Leben nachgewiesen sind und dieses Leben, was sie auf dem Mars finden, hat zufälligerweise die gleiche biologische Signatur wie Leben, das auf der Erde vorkommt. Ne? Also Bakterien oder sowas. Ne? Ja. Und die sagen dann, okay, das gehört zu der und der Gruppe von Bakterien, die es auch auf der Erde gibt. Dann kann man sagen, okay, diese Dinge sind von der Erde wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich damals vor 66 Millionen Jahren auf den Mars gekommen. Die haben das irgendwie überlebt und sind eben durch diese ganze ungeheure Zeit, die es gebraucht hat, von der Erde zum Mars zu fliegen, am Leben geblieben und haben dann deswegen ihre Spuren auf dem Mars hinterlassen. Also wie, ich habe jetzt nicht im Kopf, oder habe ich es im Kopf, wie weit die Erde vom Mars entfernt ist? Lange, sie ist weit entfernt. Also ich habe auch keine Zahl jetzt für dich, also der Gesteinskörper wäre Monate, Jahre lang unterwegs, ne? Also der und da muss er noch durch die Marsatmosphäre und dann, da verglüht es ja eigentlich auch. Also es ist ja eigentlich eher unwahrscheinlich, dass da tatsächlich was liegt, ne? Aber unmöglich ist es nicht. Ne? Also die Möglichkeit besteht tatsächlich. Die Möglichkeit besteht Mond oder Mars, sagst du ja. Genau, ne? Ja, und beim Mond ist es sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher, weil der Mond erstmal viel näher ist. Und auf dem Mond gibt es jetzt also nicht sowas wie eine Atmosphäre, was dann eben glühend auf der Mondoberfläche einschlägt oder sowas. Weil wenn sich das Ding im Weltraum eben abkühlt,
kann es sein, dass es eben intakt bleibt und auf dem Mond bleibt. Ne? Also wenn man dann tatsächlich irgendwann mal auf dem Mond Ammoniten findet oder sowas, ja, die sind dann wahrscheinlich durch diesen Asteroideneinschlag dahin gekommen. Die ja. T-Rex-Fossilien auf dem, ja. auf dem Naja, Mond. Also wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur so wilde Spekulation, dass, also vielleicht sagen jetzt ein paar Wissenschaftler auch, hey Markus, der spinnt sich da jetzt wieder was zusammen. Ne? Hey, aber ich sag mal einfach, dass dadurch, dass es einfach so ungeheuer viel Gesteinsmaterial war, da kann natürlich was Fossiles mit drin gewesen sein. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ne? Und da muss es ja irgendwo dann abgeblieben sein. Also das meiste davon ist ja von der Erdanziehungskraft wieder angezogen worden. Und da sind wir jetzt beim nächsten großen Problem. Es tritt in die Atmosphäre wieder ein. Und was passiert, wenn so kleine Gesteinsbröckchen in die Atmosphäre eintreten? Die fangen dann zu glühen. Und es sind jetzt einfach Milliarden von Gesteinsbrocken, die in die Erde eindringen. Es ist also nicht nur ein Sternschnuppen, es ist auch nicht ein Sternschnuppenschauer oder sowas. Es ist ein Sternschnuppen-Schrapnellbeschuss, der seinesgleichen sucht. Und das geht auf der ganzen Erde, geht das runter. Also ein paar der Gesteinsbrocken sind halt noch so groß, dass die Atmosphäre nicht komplett verglühen. Die schlagen ein. Die kommen als Geschosse von überall her, ne? Und die schlagen überall ein. Also es ist wirklich überall wie ein Raketenbeschuss. Der Himmel steht kurz darauf komplett in Flammen, weil, also wenn man nach oben gucken würde, würde es wahrscheinlich so aussehen, als würde der Himmel blubbern, so, dass da überall Feuer blubbert, ne? So, und das wäre jetzt so ein Anblick, wo man denkt, okay, nee, wo ist der nächste Luftschutzbunker? Ich muss hier weg, ne? Und das wäre auch echt die einzige Option, wie du es schaffst, dann am Leben zu bleiben. Du musst unter die Erde. Du musst wirklich tief in eine Höhle rein, du musst dich irgendwo im Bau verkriechen oder so, sonst hast du keine Chance. Die Temperaturen werden einfach so unglaublich heiß jetzt, dass alles in der Welt quasi Feuer fängt. Also die großen Regenwälder, die es damals gab, die sind wahrscheinlich sofort verbrannt dann. Ne? Also wenn man überlegt, wie heiß das gewesen sein muss. Da gibt es ja wilde Schätzungen, die reichen von mehreren tausend Grad, die ein paar Minuten lang also auf die Erde gestrahlt haben, bis zu einigen hundert Grad, die dann aber für vielleicht eine Stunde oder so den Planeten geröstet haben. Aber wie dem auch sei, es ist kein Tag, um an der frischen Luft zu sein. Man muss sich verkriechen. Es wird so heiß, dass sogar Flüsse, Ozeane, Seen, alles Wasser an der Oberfläche fängt an zu kochen. So heiß ist das. Das ist wie ein Pizzabackofen. Wenn du draußen bist, fängt deine Haut an zu brennen. Das ist also das ist jetzt wahrscheinlich die Haupttodesursache für die meisten Tiere und vor allem auch Pflanzen gewesen, die zu der Zeit da gelebt haben. Die verbrennen. Das ist also da ist wohl auch nicht so viel danach am Leben gewesen. Ne? Global, meinst du? Global. Jetzt? Also es gab wahrscheinlich ein paar entlegene Orte, wo das eben nicht so drastisch war. Also man kann nicht sagen, wo es jetzt am wenigsten schlimm war, aber also wirklich jedes Tier wäre jetzt, wenn es nicht gestorben ist in diesem Inferno, wäre es zumindest verletzt gewesen. Ne? Und nicht gerade leicht verletzt gewesen. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade so die größeren Tiere, die es tatsächlich überlebt haben, dieses Massenaussterben, dass die das irgendwie geschafft haben, sich in Schlammkuhlen einzubuddeln oder eben in schattigen Plätzen, also wo es eben auch vielleicht entlang einer Klippe oder sowas, dass sie da irgendwie Schutz gesucht haben, so wie Krokodile, Schildkröten und so, die können sowas vielleicht ab. Ja. Ne, die haben auch eine ziemlich stabile Haut. Also die selbst wenn du die verbrennst, die erholen sich auch von schlimmen Verletzungen relativ schnell wieder. Ne, also die haben es tatsächlich das auch aushalten können. Ne? Also so ein Schuss. Säugetiere und Vögel, nicht so. Die sind tatsächlich da schlimmer von betroffen gewesen. Dinosaurier auch. Ne? So, also ja, was jetzt danach passiert, ist dann sogar noch eine Schippe drauf. Also kurz nachdem die Erde quasi in Flammen aufging, wird sie jetzt schockgefrostet. Der ganze Ruß, der ganze Staub, der jetzt in der Atmosphäre ist, verdunkelt die Sonne. Wenn du jetzt vor die Tür gehst, ist es so dunkel wie in einer Neumondnacht. Mit einer wolkenfangenden Neumondnacht wohlgemerkt. Das einzige Licht, das du siehst, stammt von den Feuern, die überall noch brennen. Ne? So eine Welt siehst du jetzt vor dir. Also, oder du siehst es halt nicht. Ne? Es ist halt eben stockfinster. Die einzigen Organismen, die in so einer Situation wirklich gedeihen und florieren, sind Pilze. Pilze brauchen nicht unbedingt Sonnenlicht, um zu wachsen. Sind auch relativ kältetolerant, also die Temperaturen sinken jetzt nämlich auch in den Keller, es wird nämlich immer kälter auf dem Planeten. Und ja, für eine kurze Zeit, also für vielleicht einige Monate, sind Pilze jetzt tatsächlich die Herrscher der Erde. Überall wachsen Pilze. Also wenn du jetzt da mit einem Scheinwerfer durch diese havarierte Erde gehst, also vielleicht ein paar Wochen später, siehst du überall Pilzbefall. Überall, an allen verkohlten Bäumen hängen Pilze, noch und nicht. Ne?
Es ist sogar in der Ablagerungsschicht, dass das sogar nachgewiesen ist, da an diesem Punkt in der Erdgeschichte extrem viele Pilzsporen gab. Mhm. Hat man rausgefunden. Ne? So, ja, das ist jetzt eben die nächste Episode, ist dieser Impaktwinter, nennt man das. Also so ähnlich wie nach einem nuklearen Winter, wie man das nach einem Atombombenabwurf kennt, oder nach einem vulkanischen Winter, nach einem schweren Vulkanausbruch, wie man eben auch die Aerosole in der Luft hast, die das alles abschirmen und das Sonnenlicht eben die wärmenden Strahlen des Sonnenlichts eben nicht auf die Erde lassen. Das gleiche passiert jetzt eben auch. Es ist unklar, wie lange der Impaktwinter gedauert hat. Also das weiß man bis heute nicht so ganz genau. Also es könnten einige Monate sein, also vielleicht 3-4 Monate, bis eben auch mehrere Jahre. Also ich denke mal, also ich kann das nicht schätzen. Also es ist, wird irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Ja. Entschuldige bitte kurz. So. Ich muss kurz mal dazwischen grätschen. Vielleicht kommst du auch noch drauf, aber beim letzten Mal hast du ja erzählt, dass dieser Meteorit auch noch sehr ungünstig eingeschlagen ist, eben auf dieser Kalk, war das Kalk? Das wollte ich jetzt gerade erzählen, genau. Ne? Ja, also das war Gips. Also Gips war das. Ne? Und einer der Hauptbestandteile beim Gips, also ich bin jetzt kein Chemiker oder so, kann jetzt nicht die Strukturformel von Gips aufsagen oder sowas, aber ich weiß, dass das Ding Schwefel enthält. Und dieser verdampfte Schwefel, also wo es der dass das Ding eben eingeschlagen ist und Schwefel verdampfte, gelangte eben extrem viel Schwefel in die Atmosphäre. Dort hat das sich eben dann zu schweren Säureverbindungen eben entwickelt und es kommt runter. Es kommt als saurer Regen wieder runter. Also es ist über mehrere, vielleicht Wochen, Monate, jeder Regenschauer, der runterkommt, ist eben jetzt nicht irgendwie so, dass er vielleicht, ja, er löscht die Feuer, das ist aber vielleicht das einzige Positive, was passiert, aber er ätzt alles weg. Wenn du bei so einem Regenschauer draußen stehen würdest und dich danach nicht mit sauberem, klarem Wasser, das du dann nirgendwo mehr finden wirst, abwaschen kannst, dann fängt deine Haut an zu pellen nach ein paar Stunden schon. Das brennt höllisch. Ne? Also so ätzend war das. Und stell dir vor, du machst das jetzt über einen Wald. Der Wald ist danach nicht mehr Wald, das ist danach ein Pfuhl, wo alles vor sich hin rottet. Die Pflanzen, die jetzt schon gebeutelt waren von Feuer, von eisigen Temperaturen, von Dunkelheit, kriegen jetzt auch noch den sauren Regen auf den Kopf. Und das bedeutet, dass das Aus für die meisten großen Pflanzen, für die meisten Wälder, für also alles, was jetzt nicht irgendwie so Säure, auch säurebeständige Samen hat an Pflanzen, die das eben überdauern können, ist weg. Ja? Pflanzen sind auch, viele Arten sind damals ausgestorben. Also auch das wird meistens komplett ausgeblendet, das Aussterben der Pflanzen, weil fast genauso schlimm wie unter den Tieren. Ne? Auch ein wichtiger Faktor bei diesem Aussterben ist jetzt auch noch, dass die Meere, die kriegen nämlich auch die Säure ab, nämlich durch die Flüsse wird das ganze saure Zeug und die Giftstoffe, die sich dabei auch gelöst haben, also die Säure löst auch Giftstoffe oft aus den Mineralien, die eben an Gebirgshängen oder sowas eben austreten, raus, zum Beispiel Quecksilber. Das ganze Gift, das kommt jetzt in die Meere. Das ist also wohl eine der schlimmsten Umweltkatastrophen aller Zeiten gewesen. Ja, und die Meere kippen um. Der Sauerstoffgehalt an manchen Gegenden sinkt so rapide ab, dass da eben kein Leben mehr möglich ist. Der Sauerstoffgehalt im Wasser ist jetzt quasi fast bei null. Und die ganzen meereslebenden Wesen, die dann eben auch auf Atmung, auf den Sauerstoff angewiesen sind, die sterben. Gehst du jetzt ein paar Monate nach dem Einschlag mit einem fetten, säurebeständigen Regenschirm am Strand spazieren, könntest du den Gestank gar nicht aushalten. Es riecht überall nach Tod und Verwesung. Ne? Das bringt dir alles hoch. Ne? Also wenn du nicht gerade um den stabilsten Magen hast, dann willst du da nicht spazieren gehen. Ne? Es stinkt einfach erbärmlich. So. Und, hat es auch Einfluss gehabt auf die Tiere in der wirklich tiefen See? In der Tiefsee ist es natürlich dann die Frage, natürlich, also Giftstoffe wie Quecksilber gehen auch runter in die Tiefsee. Ne? Also das vergiftet da eben auch ganz viel. Ja, man hat durch Studien herausgefunden, dass sich die Planktonbestände nach der Katastrophe relativ rasch wieder erholt haben. Aber relativ rasch hast du eben auch wieder dieser geologische Aspekt. Also in einigen 100 Jahren gab es dann eben wieder einen relativ stabilen Planktonbestand. Was aber gefehlt hat, waren ganz viele Meerestiere. Also die sind wirklich, weil die Meeresökologie, also die Nahrungspyramide in den Meeren, komplett zusammengebrochen war, waren jetzt erstmal die ganzen großen Meeresreptilien waren weg. Also alles, was damals da so rumschwamm da in den Ozeanen, die Mosasaurier, die Plesiosaurier, die waren alle ausgestorben. Ne? Die Ichthyosaurier übrigens, diese Fischsaurier, die so ein bisschen aussehen wie ein Delfin, die hat das Massenaussterben nicht erwischt.
Die waren nämlich vorher schon ausgestorben. Die sind in der Mitte der Kreidezeit schon verschwunden gewesen. Ne? Durch was sind die eigentlich ausgestorben? Da gab es auch so ein anoxisches Ereignis, hat sich auch die Meeresökologie komplett umgestellt. Das ist jetzt wieder so ein Massenaussterben, was nicht so gut verstanden ist, wie das von Chicxulub. Da wird auch noch geforscht, was da jetzt so die genaue Ursache war. Ne? Mhm. Sind übrigens damals nicht nur die Ichthyosaurier verschwunden, zum Beispiel auch die Spinosaurier, die ganz bekannten großen Theropoden mit dem Segel auf dem Rücken und so, die sind damals auch ausgestorben. Die gab es danach auch nicht mehr. Ne? Ja, und auch viele verschiedene Fischarten und sowas. Ne? Ja, aber zurück zur Kreidezeit. Damals ist eben noch viel mehr aus den Meeren verschwunden gewesen. Also, wie gesagt, die großen Meeresreptilien waren weg. Aber auch, das ist das wohl Bemerkenswerte, die Ammoniten waren weg. Das sind diese spiralförmig aufgerollten, verwandelte Tintenfische, die mit dem Gehäuse dran, wo man heute auch in Deutschland ganz viele Fossilien von denen noch finden kann. Und die gehörten in der Kreidezeit zur erfolgreichsten Tiergruppe. Also, man findet ihre Fossilien überall. Also die sind extrem weit verbreitet in unzähligen Arten. Sie haben mehrere Massenaussterben vorher überlebt, die eigentlich sogar noch schlimmer waren als das von der Kreidezeit. Das am Ende der Kreidezeit haben sie aber nicht überstanden. Sie waren restlos ausgestorben. Das kann natürlich mit diesem Gips zu tun gehabt haben, dass in dieser übersäuerten Meeresumwelt sich ihre Gehäuse schlichtweg aufgelöst haben. Die sind weggesprudelt. Also ganz grausam gestorben. Wenn man sich da vorstellt, so die Baby-Ammoniten, die noch kein so ein festes Schalengehäuse hatten, die sind einfach dann plupp, dann waren sie rot und dann sind sie tot gewesen. So, ne? Ja. Also furchtbar. Nun war das ja nicht, wie du schon angesprochen hast, eben nicht das einzige Ereignis. Auf deiner Homepage kann man lesen von den, ich sehe es ja gerade, von den Big Five, die größten Massenaussterben. Mhm. Ja, also dieser Terminus mit den Big Five, der ist ja so ein bisschen willkürlich gewählt, weil man hat ja jetzt einfach so dieses Chicxulub-Massenaussterben so als Definitionsgrundlage genommen, hat dann so einen Parameter entwickelt, hier ungefähr um die 70-75% aller Arten sind damals ausgestorben. Ja, welche Ereignisse waren denn jetzt noch schlimmer? Ja? Und da ist man dann tatsächlich auf vier weitere Ereignisse gestoßen, die dann wohl einen ähnlichen Wert haben oder sogar noch, wo noch mehr Arten weg gewesen sind. So, das ist aber natürlich alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also wenn man sich diese gesamte Ökosphäre der damaligen Zeit, ist ja gar nicht zu rekonstruieren. Also wir haben ja immer nur ein Bruchstück von Fossilien von Tieren, die damals gelebt haben. Wenn man sich überlegt, dass heute die meisten Tierarten, die von den Landtieren jetzt mal, ne, also wir reden mal jetzt nicht von den Meerestieren, das ist ja noch ein ganz anderes Ökosystem, aber die meisten Landtiere leben ja heute im tropischen Regenwald. Zum Beispiel in Südamerika oder so hat man die höchste Artenvielfalt und sowas. Ne? Ja, Regenwaldboden ist aber extrem schlecht geeignet zur Fossilisation. Also der ist ein bisschen säuerlich, der ist nährstoffarm. Da, wenn dann ein Fossil überhaupt mal entsteht, also sedimentiert wird da auch nicht groß was, dann ist das schon ein Wunder. Also von den Regenwald-Dinosauriern haben wir eigentlich so gut wie gar keine Fossilien. Wir wissen gar nicht, welche Dinosaurier im Regenwald damals gelebt haben. Und da vor 66 Millionen Jahren war eben alles Regenwald irgendwo, ne? Also das meiste jedenfalls. Ne? Und wir haben meistens die Fossilien nur aus Flussniederungen, aus Überschwemmungsebenen, auf sowas eben, aus solchen Landschaften, aber nicht aus dem tropischen Regenwald. Ja, also deswegen können wir gar nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich 75% waren oder 70% oder eben vielleicht nur 20, weil in den Regenwäldern diese Einschlagskatastrophe gar nicht so schlimm gewirkt hat. Wissen wir nicht. Und genauso wenig wissen wir das bei den anderen Massenaussterben. Also welches jetzt nun die schlimmeren waren, kann man gar nicht so genau sagen. Man kann einfach nur so von diesen Werten, die wir von den Fossilien, von den bekannten Fossilien haben, davon ausgehen, dass diese Werte dann dort eben noch schlimmer waren. So, das sind folgende Ereignisse. Also das geht tatsächlich in der Zeit sogar ziemlich gut rückwärts, dass man da auch sagen kann, ja, das war jetzt schlimmer, das war jetzt schlimmer, das war jetzt schlimmer. Es wird also immer schlimmer im Laufe der Zeit. Ja, also das nächste nach der Kreidezeit ist das Massenaussterben im Übergang zwischen Trias und Jura vor ungefähr 201 Millionen Jahren. Da könnte das Auseinanderbrechen des Urkontinents Pangea eine Rolle gespielt haben. Damals haben sich auch dann die beiden, also der Südkontinent vom Nordkontinent, also Laurasia und Gondwana, so langsam voneinander verabschiedet. Da gab es wahrscheinlich schwere Flutbasaltereignisse, einen enormen Vulkanismus. Das Klima hat sich ziemlich rasant von einem recht trockenen, heißen Kontinentalklima zu einem nun eher marin geprägten Klima verändert. Und dann sind da, wo vorher Wüsten waren, plötzlich Wälder entstanden. Ja, und da sind
recht viele Arten dann eben in relativ kurzer Zeit dann ausgestorben. Relativ kurzer Zeit heißt auch wieder so 1, 2, 3 Millionen Jahre. Das ist ungeheuer lange, ne, eigentlich für unsere Maßstäbe. Wenn man sich überlegt, 1, 2, 3 Millionen Jahre und da mal auf die Menschheitsgeschichte guckt, dann sind wir bei 1 Million Jahre sind unsere Vorfahren gerade mal imstande, so die primitivsten Werkzeuge herzustellen. 2 Millionen Jahre vorher, vielleicht haben sie da schon so das erste Mal mit dem Feuer gearbeitet. 3 Millionen Jahre vorher, da waren sie eben noch behaarte Affen, ne? Also dass die gerade anfangen aufrecht zu laufen. Ne? So, solche Maßstäbe sind das. So, und Trias auf Jura ist dann das nächste. Das dann davorliegende ist relativ nah sogar bei dran. Das ist vom Perm zur Trias. Das ist auch das schwerste Massenaussterben, soweit wir wissen. Entstand wahrscheinlich durch Supervulkanismus auf dem Großkontinent Pangea, ne, den es damals gab. Kann aber auch mit mit so einem Meteoriteneinschlag zusammengehangen haben. Man hat da in der Antarktis wohl einen Krater gefunden, in Wilkesland, der eben auch enormen Durchmesser wohl haben soll und wohl ungefähr zu dem Alter passt. Ja, aber das ist eben auch noch nicht so richtig abschließend geklärt, ob diese Ereignisse da zusammenpassen. Was auch zu bemerken ist beim Perm-Massenaussterben, es gab davor auch schon eins und ganz oft wird es dazu mit dazugerechnet. Vor 260 Millionen Jahren hat das schon angefangen mit den Flutbasalten. Und tatsächlich kann dieses Massenaussterben fast 8, 9 Millionen Jahre gedauert haben. Das wäre dann Rekord. Also das ist wirklich das längste Massenaussterben. So, ne? Ja, wenn wir dann noch weiter in die Erdgeschichte zurückgehen, dann erreichen wir dann irgendwann das obere Devon. Auch da sind eigentlich wieder zwei unabhängige Ereignisse zu betrachten. Das Kellwasserereignis und das Hangenberg-Ereignis, die auch einige Millionen Jahre auseinandergelegen haben, wo auch Klimawandel, Vulkanismus, Übersäuerung der Ozeane und sowas eine Rolle gespielt haben. Da sind auch wieder relativ viele Arten bei ausgestorben. Also es kann sogar noch schlimmer gewesen sein als Trias. Einen Moment kurz. Ja. Was ist obere Devon, sagst du? Was ist da so rumgerannt? Da rumgerannt ist noch gar nicht so viel. Rumgeschwommen wohl eher. Ne? Rumgerannt. Das Rennen wurde zu dieser Zeit gerade erst erfunden. Die ersten Landwirbeltiere sind da gerade erst haben sich gerade erst entwickelt gehabt. Ne? Also die ersten Amphibien. Reptilien gab es noch gar nicht. Ne? Okay. Insekten konnten wahrscheinlich auch noch nicht fliegen. Das haben die erst danach gelernt. Ja. Ne? Ja, so. Und im Perm, das wäre dann so das Zeitalter gewesen, wo eigentlich unsere Vorfahren noch am Drücker waren. Also die Synapsiden, zu denen wir auch zählen, die säugetierähnlichen, früher hat man gesagt, säugetierähnliche Reptilien, diesen Ausdruck sollte man nicht mehr verwenden. Also ich sage jetzt einfach die Synapsiden, die säugetierähnlichen. Ne? Die damals auch schon recht große Apparate hervorgebracht haben, die ungefähr so groß waren wie ein Bär oder wie ein Nashorn. Und so, ne? Ja, und die sind jetzt am Ende des Perms dann verschwunden, auch zusammen mit vielen anderen Tieren. Ne? Im Perm, so schätzt man, sind bis zu 90, vielleicht sogar mehr Arten ausgestorben. Also es hat wirklich fast das ganze Leben auf der Erde getötet. Ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Im Devon kann man dann wieder so 75% sagen, vielleicht sogar 80. Das ist auch ziemlich schlimm gewesen. Also wenn ich mir eine Zeit aussuchen sollte, wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust zählt, du musst zu einem dieser Massenaussterben jetzt hinreisen und das miterleben, dann würde ich mich wirklich für das in der Kreidezeit, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben, was da alles Schlimmes passiert ist, würde ich mich für das entscheiden, weil die anderen zum Teil wirklich noch grausamer waren und noch schlimmere Folgen für mich gehabt hätten. Hm. Da würde ich mir aber auch gerne den Ort aussuchen wollen. Ja, genau. Ja, also du hättest ja an vielen Orten ungefähr die ähnlichen Überlebenschancen gehabt, aber eben bei diesen Ereignissen, da wäre es wirklich überall katastrophal schlimm gewesen. Ne? Weil so ein Meteoriteneinschlag, wenn du da auf der anderen Seite vielleicht irgendwo im Norden bist und dir da dann irgendwo eine Höhle graben kannst, wo du dich dann verstecken kannst, bis es dann wieder losgeht, ja, dann da hast du wirklich noch so die besten Überlebenschancen. Aber du brauchst natürlich auch was zu essen, das ist ja auch das Problem. Du findest danach ja nichts zu futtern mehr. Also, wie tief muss diese Höhle sein, in der ich mich vergrabe? Ja, also so tief, dass die Temperaturen, diese Strahlung von diesem wieder in die Erde eintretenden Körpern eben ja schon gedämmt sind. Wie tief das ist, muss den Höhlenforscher beantworten. Das weiß ich leider auch nicht. Ein bisschen sein, nehme ich an. Also, denk mal, 10 Meter reichen dann noch nicht. Glaube ich auch nicht. Ja. Ja, Wahnsinn. Heftiges Szenario. Du hast es ja ausführlich beschrieben. Finde ich sehr, sehr spannend, das mal in der Ausführlichkeit zu hören. Richtig krass. Werde ich es später auch nochmal anhören. Ja, du kannst dir ja, wie gesagt, auch den Artikel, den ich auf meiner Seite habe, nochmal durchlesen. Da hat auch ein YouTuber
Evolutionizer heißt der, meine ich jetzt, mich so zu erinnern, ob ich das jetzt richtig ausspreche, ein Video zu gemacht zu dem Artikel. Den können wir ja vielleicht hier auch irgendwie unter unserem Video mal verlinken. Ist auch ganz spannend. Da habe ich mal so alles, was wir über das Chicxulub-Massenaussterben wissen, mal zusammengefasst. Ne? Das werden wir auf jeden Fall verlinken, ja. Deine Homepage mit diesem Artikel und das YouTube-Video ist dann auch in den Artikel eingearbeitet. Dann kann man sich den ganzen Artikel sozusagen auch nochmal vorlesen lassen. Ich habe es vorhin schon angefangen, sehr spannend gemacht, dieses Video. Ich finde es sehr cool, ganz interessant. Ich möchte noch auf was zurückkommen. Wir hatten ja gesagt, dass dieser Meteorit in den Gips eingeschlagen ist, in so ein Gebiet, in dem es eben gerade Gips gab, dummerweise. Wie wäre das abgelaufen, wäre das kein Gips gewesen an der Stelle? Ja, das ist ein ganz interessantes Szenario, wenn man sich das mal so ausmalt. Der Meteorit hätte ja wirklich nur eine halbe Stunde später einschlagen müssen oder vielleicht nur wenige Minuten später. Dann hätte sich die Erde schon weitergedreht und dann wäre er nicht in diesem Gips-Sediment eingeschlagen. Also wenn er wirklich eine halbe Stunde später dran gewesen wäre, hätte die Welt dann nach dem Einschlag eine ganz andere sein können. Macht das ja, so viel aus jetzt? Das macht ungeheuer viel aus. Also die ganzen Naturkatastrophen, die ich beschrieben habe, mit dem Feuersturm, mit dem Impaktwinter, mit dem Tsunamis und das alles, wäre so oder so passiert. Das hätte keine Rolle gespielt, wo er einschlägt. Aber diese Gipsablagerung, die dann auch noch den sauren Regen draufgesetzt haben, das wirklich Monate danach noch die Pflanzen beschäftigt, ne? Also sauren Regen hätte es so oder so gegeben, aber dann nicht eben monatelang. Ne? Das ist vielleicht das i-Tüpfelchen gewesen, der den Zusammenbruch der Nahrungsgrundlage wirklich befeuert hat. In den Ozeanen besonders schlimme Folgen gehabt hat, an Land ebenso schlimm. Ne? Also das ist vielleicht wirklich da der entscheidende Faktor gewesen. Wir können das weiterspinnen. Also wenn man jetzt überlegt, die biologische Uhr, also die das, was ich gesagt habe, wenn sich die Population wieder erholen, dass die wieder zu ticken anfängt, das geschieht eben dann vor allem dann, wenn die Pflanzen wieder austreiben. Ja. Also wenn es dann eben wieder eine Nahrungsgrundlage gibt. Etwas, was Insekten fressen können, was dann eben wieder Pflanzenfresser fressen können, ne? Also dann auch die Insektenfresser fressen können und dann schließlich wird dann kommt die ganze Nahrungskette wieder in Schwung. Ne? Also da kann ich mir vorstellen, dass viele Dinosaurier, die sich vorher richtig so durchschlagen mussten und erstmal vielleicht nur so an den Kadavern genascht haben, dann viel schneller wieder irgendwas Fressbares gefunden hätte. Und das hätte tatsächlich mehreren Arten das Überleben retten können. Man darf ja nicht vergessen, es muss eine bestimmte Individuenzahl, also eine bestimmte Anzahl dieser Tiere muss am Leben bleiben, um die Spezies zu erhalten. Und je mehr Tiere schon in den ersten Wochen danach sterben, tot sind, können dann ihre Gene nicht mehr weitergeben an die nächste Generation. Ne? Und wenn du dann diesen sauren Regen aus der Gleichung wegnimmst, dann hast du auf einmal viel mehr Tiere, die noch leben, die auch viel mehr Pflanzen, die dann früher wieder anfangen grün zu werden. Und das kann gut sein, dass viele Dinosaurierarten damals gar nicht dann ausgestorben wären und dass wir sie heute noch hätten. Also vielleicht sowas wie ein T-Rex oder ein Triceratops, die waren zu groß, die hätte es vielleicht trotzdem erwischt. Ne? Aber vielleicht viele kleine Raptorenarten würde es dann heute noch geben. Ne? Oder diese kleinen Ornithopoden oder vielleicht sogar solche Apparate, die Entenschnabelsaurier, die auch ziemlich gut mit jeder Pflanzenkost irgendwie fertig geworden sind, hätte es danach vielleicht noch in einer stabilen Population gegeben. Interessanterweise, es gibt ja immer wieder so Funde, die auftauchen, die dann auch gerne mal Schlagzeilen machen, Dinosaurier aus dem Paläozän entdeckt. Also es gibt mehrere Berichte von Dinosauriern, die eigentlich in Gesteinsschichten gefunden wurden, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen hätten, wo es eigentlich schon Massenaussterben zu Ende gewesen sein musste. Das jüngste ist eben so ein Hadrosaurierknochen, also hier von so einem Entenschnabelsaurier, der wohl nur 64, irgendwas Millionen Jahre alt sein muss, also mehr als eine Million Jahre nach dem Massenaussterben gelebt hat. Ja, kann man jetzt erstmal so in den Raum stellen, hey, nach dem Einschlag hat es noch viele Millionen Jahre lang Dinosaurier gegeben. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass dieses Fossil einfach durch tektonische Prozesse in eine jüngere Gesteinsschicht gehoben worden ist. Also dass der Dinosaurier selber gar nicht aus dieser Gesteinsschicht stammt, sondern viel, viel älter ist und dann später nochmal sedimentiert wird. Das kann man dann aber leider nicht mehr bestimmen. Ne? So kann es eben auch sein. Das kann man anders erklären. Ne? Also dass es da wirklich dann noch einen Hadrosaurier gegeben haben könnte, das ist halt Spekulation. Ne? Aber ich halte es auch nicht für unmöglich. Ja. Ich bin
Ich bin neidisch auf diese Schleichdinosaurier, die du ständig in die Kamera hältst. Ja, ich habe ja eben ein paar mit hier, weil man dann einfach das mal so ein bisschen erklären kann, worüber ich eigentlich spreche. Ich finde die mega. Ich gucke mir die mal an bei uns hier im Müller gibt es die zu kaufen. Diese Schleichdinos sind so gut. Ja, ein paar sind wirklich gut, dass ich sie mir dann auch echt mal gegönnt habe. Ne? Ja. Und ich habe ja zum Ziel ist so eine kleine Sammlung, dass ich mal von jedem Dino, der in meinem Buch auftaucht, also in die weißen Steine, dann mal so ein Modell habe. So muss ich vielleicht auch mit nochmal eine weitere Sammlung starten, vielleicht dann auch nochmal mit jedem Dino, der in einem meiner Kinderbücher vorkommt, dass der dann da vielleicht auch nochmal ein Regal kriegt. Ja. Ja. Ich hätte die auch gerne alle. Ich finde die mega cool. Ich gucke mir die mal an. Mhm. Ja, Markus, wirklich krasses Thema. Wirklich mega spannend auch und in der Ausführlichkeit habe ich es noch nie gehört. Sehr, sehr cool. Werde mir, wie gesagt, das selbst nochmal anhören. Manchmal geht was verloren während des Gesprächs, aber ich werde es mir nochmal anhören. Finde ich wirklich sehr cool. Deine Seite werden wir auf jeden Fall verlinken. Wir wollten aber zum Schluss jetzt vielleicht noch dein neues Buch ansprechen, das vermutlich jetzt über Ostern erscheint. Das ja, genau. Kinderbuch. Also ich bin tatsächlich letzte Woche am Freitag, meine ich, fertig geworden mit der letzten Geschichte. Das sind so eine kleine, das ist hier der erste Teil. Jetzt erscheint demnächst dann die Fortsetzung. Traumreise in die Urzeit. Das sind so, ja, man kann sagen, Entspannungs- oder auch Gute-Nacht-Geschichten für Kinder im Grund- und Vorschulalter, die dann das Kind dann immer an einen Schauplatz führen und ein oder mehrere Dinosaurier dann eben treffen lassen. Ich kann das hier mal kurz zeigen, was wir hier so haben im ersten Buch. Ja, zum Beispiel auch der taucht hier auch in die weißen Steine auf, der Dakota Raptor. Ne, es gibt auch Geschichten, wo das Kind dann so ein Unterwasserabenteuer erlebt und dann ein hier mit so einem Fischsaurier schwimmen kann. Ja, und natürlich mit Flugsauriern habe ich natürlich auch eins drin. Mal gucken, wo der muss weiter hinten sein. Aber wie gesagt, ich kann es noch nicht verlinken. Es ist ja noch nicht veröffentlicht jetzt, ne? Genau, also der zweite Teil, der ist noch nicht veröffentlicht. Der muss jetzt eben noch durchs Lektorat und die Bilder müssen noch gesetzt werden und alles. Fertig ist das aber alles schon. Also die Illustrationen sind auch schon fertig. Ich werde demnächst auch schon eine Leseprobe mal hochladen. Also wenn die ersten Kapitel lektoriert sind, werde ich dann sagen, hey, eins davon, das stelle ich dann schon mal auf die Website. Das dauert aber jetzt eben noch ein bisschen. Also da ein, zwei Wochen muss man sich dann noch gedulden. Und vielleicht so bis Ende März, denke ich mal, dann wird das Buch wohl fertig sein. Also ungefähr einen Monat. Wer ein schönes Ostergeschenk für einen kleinen Dino-Fan noch braucht, der kann sich das gerne schon mal vormerken. Ne? Also ich habe da jetzt eben auch tatsächlich mehrere Schauplätze drin, also mit Dinosauriern aus allen möglichen Epochen der Erdgeschichte. Und da kann man eben auch ein bisschen was lernen. Also es ist eben nicht nur Fantasiereise, es ist eben auch ein bisschen Wissenschaft mit drin. Ja, ja. Und natürlich kann man das auch einem Kind schenken, der noch das noch kein Dino-Fan ist. Vielleicht wird es ja ein Dino-Fan. Genau, also für die es noch werden wollen. Natürlich, ich habe das früher geliebt, wenn ich Dino-Bücher geschenkt bekommen habe zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Ich habe die aufgefressen, regelrecht, die Bücher. Ich finde das, ich habe ja noch eins aus der Kindheit hinter mir stehen. Wie gesagt, da passt zwar nichts mehr, was da drin ist, aber ich blätter das gerne durch. Im Chat schreibt Herzensmensch, vor unserem Otoneum Naturkundemuseum steht ein riesiger Dinosaurier. Die Kinder lieben ihn. Ja, die Dinos haben auf die Kids schon eine Anziehungskraft. Ja, klar. Also ich sage immer so, ein Dinosaurier verkörpert ja irgendwie so auch so ein Urgrundwunsch eines jeden Kindes. Also Kinder sind kleine, noch nicht so ganz fertige Menschen, sage ich immer, die einfach in einer Welt leben, wo alle größer sind als sie. Wenn wir sie aber neben dem Dinosaurier stehen, spielt es keine Rolle, ob du ein Kind oder ein Erwachsener bist, du bist immer klein. Und dann kann sich das Kind quasi auch in den Dinosaurier mit so reindenken und dann sind plötzlich aber auch die Eltern mal klein. Das Kind kann sich groß fühlen, also seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und wenn ein Kind so sich in seiner Fantasiewelt ein Dino zum Freund nimmt, dann ist es unbesiegbar. Dann ist es wirklich mächtig. Und ich glaube, das ist so diese Urgewalt, die eben auch durch solche Sachen transportiert wird, auch die Sachen, die man da im Fernsehen sieht oder so. Es ist einfach cool für Kinder. Die können sich einfach vorstellen, dass es solche Riesentiecher wirklich mal gegeben hat. Ja. Ne? Also auch alles, was man so in den Geschichten von den Märchen oder so hat, von Drachen und Monstern, da kommen eben die Dinosaurier so am nächsten dran. Und das fasziniert einfach unglaublich. Ja, nicht nur die Kids. Nicht nur die Kids.
Also, ich fütter hier manchmal meine Echse. Ich habe so eine Echse hier oben, so einen Skink. Der ist so, keine Ahnung, 40 Zentimeter. So ja, ist auch schon ordentlich. Genau. Aus Australien, so ein Schneckenskink, und der frisst so Nacktschnecken und Gehäuseschnecken. Und dann gebe ich dir manchmal die Schnecken, dann gucke ich den so an. Die schauen ja auch urig aus, diese coolen Schuppen und die Köpfe. Das schaut ja auch sehr urig aus. Und wenn sie dann so züngeln, wenn sie laufen. Und trotzdem hat eine Echse, also hat dein Skink mit den Dinosauriern nicht wirklich was zu tun. Nee, gar nicht. Ne? Aber verwandtschaftlich sind die weit voneinander weg. Denken wir dann manchmal so, vor ein paar Millionen Jahren hättest du mich vielleicht... Hast du mich vielleicht gefressen? Nö, die Skinke waren immer klein. Es gibt ein paar Skinke, die sind, glaube ich, also tatsächlich schon mehr als einen halben Meter lang gewesen, aber ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, es gab mal einen Skink, der so groß war wie ein Komodowaran oder sowas. Ich glaube nicht. Nee, diese Blauzungen-Skinke sind, glaube ich, die größten auch, ne? Die werden so maximal einen halben Meter. Ja. Wenn überhaupt. Genau. Ja. Aber die Reptilien trotzdem, ne? Die erinnern mich erinnert einen an die Dinos. Und wir hatten mal einen grünen Leguan vor vielen Jahren, so ein Riesenviech, keine Ahnung, 1,40 Meter oder was, ne? Und da hat sogar ein Stück Schwanz schon gefehlt von Anfang an. Ja, so, ja. Das konnten Dinos übrigens alle nicht, ihren Schwanz abwehren. Ja. Gar keiner? Nee. Keiner. Manche haben ihre Schwänze im Laufe der Evolution dann eingebüßt und haben dann da einen Federbürzel entwickelt. Aber das heißt nicht, dass sie den abgeworfen haben. Der hat sich nur im Laufe der Millionen Jahre einfach weiter zurückgebildet. Die hatten ja auch ganz andere Verteidigungsstrategien. Ganz ich meine, die konnten meistens gut kämpfen, hatten gute andere Verteidigungen. Heute so ein Gecko muss den Schwanz abwerfen, dass er nicht erwischt wird. Nö, das haben die Dinosaurier auch ähnlich gemacht wie dein Gecko. Die haben vielleicht nicht den Schwanz abgeworfen, um zu entkommen. Die sind weggelaufen. Also die Tiere kämpfen. Das ist auch wieder so ein Klischee, dass die Dinosaurier immer gekämpft haben und dass das Gewalttätige oder kämpfen mussten. Genau, ne? Das ist eben auch so eine Sache. Wir Menschen machen Tiere immer gerne zu Gladiatoren und besonders im Kino machen wir das super gerne. Wenn sich zwei Dinosaurier begegnet sind, dann haben die einfach sich genauso verhalten wie die Tiere in der Savanne heute. Der Fleischfresser ist dem Pflanzenfresser einfach hinterhergelaufen. Der ist weg, abgehauen. Das war die beste Verteidigungsstrategie. Andere, wie er hier, wie der Ankylosaurier, die haben sich wahrscheinlich einfach nur auf den Boden gelegt und gewartet, bis das Schlimmste vorbei war. Und die haben auch nicht gekämpft. Die haben die Keule, die sie hier hinten am Schwanzende hatten, vielleicht auch zur Verteidigung eingesetzt gegen einen Fleischfresser. Aber die war primär wahrscheinlich dazu da, um Artgenossen einzuschüchtern und Paarungskämpfe auszuführen. Ne? Also auch ein Hirsch hat ein unglaublich gefährliches Geweih. Also wenn ich mir überlege, wenn ein Hirsch mit gesenktem Kopf auf mich zurennen würde und mich auf die Hörner nimmt, im buchstäblichen Sinne, da habe ich keine Chance als Mensch. Trotzdem, was macht denn der Hirsch, wenn der mich sieht? Er rennt weg. Ja. Und springt so hoch, also der rennt mit einer Geschwindigkeit davon, dass ich ihn nicht kriegen kann. Das macht er übrigens auch bei Wölfen oder bei Tigern und sowas. Und der kämpft nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Mhm. Wenn er in die Ecke gedrängt wird. Und genauso haben die Dinosaurier das auch gemacht. Die sind clever, die sind nicht wie wir. Ja, genau. Die müssen nicht immer kämpfen und Krieg führen, ne? Ja, das ist ja jetzt gerade auch wieder so aktuell. Ja, wollen wir gar nicht drüber sprechen. Nee, du. Ja. Hat hier nichts verloren. Jetzt im Chat fragt noch jemand wegen dem Krokodil. Krokodil ist auch eine Art Dinosaurier, schreibt sie. Noch sehr urzeitlich, schreibt sie. Ja, ein Krokodil ist sehr urzeitlich. Die hat es auch schon zur Zeit der Dinosaurier gegeben, aber trotzdem sind die Krokodile mit den Dinosauriern entfernt verwandt nur. Also die anatomischen Unterschiede zwischen Krokodilen sind auch leicht erklärt. Krokodile haben die Beine so, also die laufen so. Ein Dinosaurier hat die Beine aber gerade unterm Körper stehen, also Da sieht man deutlich, dass sie auch viel agilere Tiere waren. Es gab ein paar Krokodile, die auch die Beine relativ gerade nach oben hatten, die auch schnelle Landraubtiere waren. Trotzdem waren wahrscheinlich kein Krokodil imstande, seine eigene Körperwärme dauerhaft zu produzieren und seine Körperwärme aufrechtzuerhalten. Dinosaurier konnten das wahrscheinlich alle. Ne? Also da sind die Unterschiede. So, Krokodile sind also relativ nahe Verwandte der Dinosaurier, aber trotzdem sind die einzigen Dinosaurier, die heute noch leben und die wirklich engsten Verwandten, sind die Vögel. Nichts anderes. Ja, krass, ne? Mhm. Krass, wie das ist, so optisch würde man ja nicht auf die Vögel tippen. Genau, als erstes würde man wahrscheinlich wirklich an die Krokos oder an irgendwelche Skinke denken. Das ist eben das falsche Bild, was von den Dinosauriern eben immer an die Öffentlichkeit transportiert wird. Ja. Ich versuche es ja in meinen Büchern zu brechen, dieses Bild. Ja. Und einfach mal zu zeigen, die Dinosaurier müssen gar nicht so reptilienartig sein. Die sind auch so cool. Die sind sogar mit Federn und einem Schnickschnack sind sie sogar noch cooler. Und jeder, der mir auch dann erzählen wird, ja, aber ein gefiederter Dinosaurier sieht ja überhaupt nicht bedrohlich aus, dem gebe ich dann immer den Rat, ja, komm mal her.
wir machen jetzt mal das Straußengehege auf, du gehst da rein, erzählst das dem Strauß und gibst ihm dann noch eine Ohrfeige. Und wenn du dann 5 Minuten später noch in dem Gehege bist mit dem Strauß und immer noch dieser Meinung bist, dann gebe ich einen aus. Also der soll mal mit dem Strauß kämpfen, sage ich. Ja. Also dann siehst du einfach, dass natürlich kann ein gefiedertes Tier extrem bedrohlich sein. Ich sehe schon Leute von einem Huhn davon rennen. Also wenn ein Huhn sich auf dich stürzt, was macht ein Huhn manchmal, wenn das schlechte Laune hat, dann rennen die meisten Leute weg. Ja. Ja, mir auch böse Krallen. So ein Strauß, der kann dich schon schwer verletzen. Oder der so, Strauß kann dich sterben töten. Leute durch den Strauß. Genau. Die werden totgetreten und aufgeschlitzt. Ja, also ich meine nicht, dass es irgendwie überlieferte Todesfälle durch Strauße jetzt aus einer jüngeren Zeit gibt. Also auch der Kasua, der auch so verschrien ist als Menschenkiller, soll wohl wesentlich weniger Menschen umgebracht haben, weil es tatsächlich erzählt wird. Aber ich würde mich mit diesen Tieren nicht anlegen. Und ich sage, ich habe einen ungeheuren Respekt vor Vögeln. Also auch wenn ein Schwan irgendwie mal schlechte Laune hat, seine Flügel ausbreitet und mich anfaucht, da geht's. Also stell dir dieses Fauchen jetzt einfach mal auch nochmal in Richtung T-Rex oder sowas vor. Da friert dir das Blut in den Adern. Also auch Vögel sind heute noch gut imstande, uns Angst und Schrecken zu verpassen. Und deswegen sage ich, dieses Argument, gefiederte Dinosaurier sind nicht gruselig. Leute, ihr müsst tatsächlich mal mit Vögeln mal was zu tun haben. Und dann denkt ihr da anders drüber. Ja. Ich musste tatsächlich auch mal vor einem Schwan weglaufen. Mhm. Ich wollte ihn nicht verletzen, weißt du? Deswegen bin ich eher dich aber, oder wie? Er wollte mich verletzen. Ja. Ich bin weggelaufen, wollte nicht mit dem Schwan kämpfen. Mhm. Was übrigens auch gruselig ist, ein Hund schnarcht hier neben mir und einer hat übelste Blähungen. Ich hoffe, man hört das nicht. Oh mein Gott. Aber ich denke, alles safe. Nur für mich gerade ein bisschen komisch. Ja. Ja, Markus, war wieder mega spannend, war sehr, sehr cool. Wie gesagt, deine Seite werden wir natürlich verlinken, dieweißensteine.de. Mhm. Ist der Name deiner Homepage, dieweißensteine zusammengeschrieben.de. Und mit Doppel-S, ne? SZ geht nicht. Genau, SZ geht nicht. Oder scharfes S, wie wir hier sagen. Genau. Das habe ich letztens Fragezeichen geerntet. Das scharfes S kenne ich aber auch. Oder Buckel-S. Buckel-S habe ich noch nie gehört. Scharfes nee? S. Buckel-S kennst du nicht? Nee, guck mich jemand so an, wo ich sage scharfes S, und er guckt mich so an, was für ein S? Scharfes S? Das heißt SZ. Ich so, ich habe das als scharfes S gelernt in der Schule. Ja, dieweißensteine.de mit Doppel-S, ja, auf dieser Seite findet ihr auch die Links zu den Büchern von Markus, die werde ich aber nochmal extra hier unter dem Podcast verlinken. Ihr könnt ihr natürlich auch über die Links kaufen, wenn ihr möchtet, unter dem Gespräch hier, dann haben auch wir was davon, das sind so Affiliate-Links. Ein paar Krümel fallen da für uns ab, also wirklich ein ganz, ganz winziger Teil, Centbeträge. Aber wer das möchte und kann damit uns auch ein bisschen unterstützen und natürlich auch den Markus und seine Arbeit, das wäre sehr cool. Ansonsten, Seite steht, wie gesagt, dann unter dem Podcast. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte, gerne. Das Thema gibt ja noch viel her. Thema Dinosaurier. Wir werden uns bestimmt das ein oder andere Mal noch treffen. Hm. Dann sage ich vielen Dank, dass du hier warst. Und für die Zuhörer und Zuschauer sage ich auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Macht's gut. Bleib aber noch 2 Minuten hier, okay. Markus. Ja, mach ich.